In den letzten Tagen ist ein Spieler der Oklahoma City Thunder immer weiter in den Fokus der Medien gerückt. Alexei Pokuševski, und das aus gutem Grund. Der 2,13 Meter große Serbe wurde dieses Jahr mit dem 17. Pick von den Timberwolves gedraftet und dann weiter zu OKC gesendet. Ich gehe einfach mal nicht darauf ein, dass mich die Timberwolves abfucken. Ja, ich habe gerade trotzdem mein T-Wolves Jersey an. Aber lieber wieder zu Poku. Mit knapp 85 Kilo ist er natürlich dünn. Sehr dünn. Er ist fast 35 cm größer als ich und wiegt nur ein paar Kilo mehr. Dazu sage ich jetzt einfach mal nichts. Aufgrund seiner Spielweise wird er als Unicorn bezeichnet, also ein Spieler, dessen Skillset und Spielweise nicht zu seinem Körper bzw. zu seiner Größe passen. Und da gibt es ja schon ein paar europäische Namen, die einem da direkt einfallen. Nicht zuletzt Kristaps Porzingis von den Dallas Mavericks. Also lass uns doch mal anschauen, was den 19-Jährigen so besonders macht und wieso er so viel Potenzial mitbringt. Vorher aber nochmal ein kleiner Fakt zu ihm: Er ist 2 Monate jünger als Cade Cunningham, also das Top-Prospect des nächsten Draftes. Und können wir uns einfach mal alle darauf einigen jetzt, dass der Kerl der größte Styler der Liga ist? Ich meine, wer ist schon Shea oder Westbrook? Der Typ hat Fashion durchgespielt. Jetzt aber mal zu seinen spielerischen Aspekten, und ich fange ja immer gerne erstmal mit ein paar Stats an, bevor wir uns dann genauer Tape ansehen, und das mache ich hier auch. Und seine Stats sehen auf den ersten Blick wohl echt wack aus. 7,8 Punkte, 4,8 Rebounds und knapp 2 Assists bei 34% aus dem Feld und nicht mal 30% von der Dreierlinie. Also unfassbar ineffizient, und so rankt er auch laut Cleaning the Glass in der 6er Percentile mit einer 44% Effective Field Goal Percentage und in der 9er Percentile mit 50% am Rim. Aber das ist eben nicht das, was man bei ihm machen sollte. Man sollte sich nicht nur auf die Stats konzentrieren und ihn dann abschreiben, sondern muss sich bei ihm wirklich mal ein bisschen was anschauen, sich ein bisschen Tape geben, und dann sieht man, warum er für so viele Leute ein ungeschliffener Rohdiamant ist. Der Typ bringt unfassbares Potenzial mit, und ich zeige euch nachher noch wieso und zeige euch da ein paar Szenen und was ich damit meine. Bisher ist, wie schon gesagt, jede seiner Statistiken absolut unterdurchschnittlich und das sehr dolle. Und er ist bisher ein Minusspieler für die Thunder. Sie sind schlechter als Mannschaft, wenn er auf dem Feld steht, statistisch gesehen. Aber nachher gehe ich auch noch darauf ein, wieso OKC der perfekte Platz für den 7-Footer ist und wieso das Beste ist, was man in Oklahoma machen kann. Ich meinte ja am Anfang schon, dass er nicht spielt wie ein normaler 7-Footer, und das soll seine Shotchart ganz gut zeigen. Er nimmt nur 18% seiner Würfe am Rim, 29% aus der Midrange und 53% seiner Würfe sind Dreier. Vor allem Non-Corner-Threes machen 40% seiner Würfe aus. Der Wert rankt in der 86er Percentile. Trotz all dieser Stats, die erstmal echt nichts Gutes veranlassen, sehen viele in ihm einen Future Superstar. Also lasst uns doch jetzt mal analysieren, wieso das so ist und was den jungen Serben so besonders und aufregend für die Zukunft macht. In den letzten 5 Spielen legt er im Schnitt 18,6 Punkte, 5,2 Rebounds und 2,8 Assists bei 51,7% von der Dreierlinie auf. Seit Anfang April ist seine Effective Field Goal Percentage sogar bei 63,5%. Da kommt also was, und er hat sich in seinen jetzt knapp 30 NBA-Spielen schon sichtlich gesteigert und gewöhnt sich immer mehr an das NBA-Level. Fangen wir erstmal mit seinem Scoring an. Er kann den Ball von allen 3 Leveln treffen. Ich habe mir fast all seine Field Goal Attempts angeguckt, und da sieht man eine Verbesserung, eine ganz klare sogar. Am Anfang war das ziemlich schlimm anzuschauen. Airball, Airball, dann noch ein Airball, und fast jeder seiner Würfe war zu kurz. Trotzdem hatte er das Selbstvertrauen zu ballern, und zwar oft. Und er hatte auch die Erlaubnis dazu, und das ist das Beste für ihn. Mittlerweile fällt sein Wurf schon deutlich besser als am Anfang, wie ich schon vorhin gesagt habe. Der Typ ist halt riesig und kann ohne Probleme über all seine Gegner werfen. Wie hier gegen Terry Rozier. Und dann hier nochmal, der hatte danach glaube ich auch keinen Bock mehr. Hier in dem Spiel gegen Charlotte hat er übrigens 7 Dreier verwandelt. Er gewöhnt sich immer mehr an die NBA-Range und an das Game, und auch wenn er, auch in allen anderen Bereichen, die ich noch ansprechen will, immer noch Fehler macht, öfter mal Fehler macht, ist das weniger geworden, und das ist wohl auch ganz normal für den Rookie, der gleichzeitig der jüngste Spieler der gesamten Liga ist. Was dabei auch auffällt, ist, dass er nicht nur eine bestimmte Art von Dreier nimmt. Er nimmt Spot-Up-Dreier wie hier, oder kreiert für sich selber wie hier, oder dann auch mal per Step-Back. Sein riesiger Vorteil, versteht ihr, weil er so groß ist. Und seine Besonderheit ist, dass er echt gutes Ballhandling mitbringt, beziehungsweise das Potenzial dazu hat. Der Typ spielt einfach nicht wie ein 7-Footer, sondern wie ein Guard in einem anderen Körper.
Und sein Ballhandling, was ihr auch im Hintergrund immer mal wieder sehen könnt, hilft ihm ungemein in dem Gebiet, was mich am meisten bei Poku beeindruckt. Ich nenne es einfach nur noch Poku. Das sind seine Passing-Fähigkeiten, beziehungsweise sein Playmaking. Er kann dadurch sowohl für sich selber Platz kreieren, aber auch seine Mitspieler in Szene setzen. Dabei hat er sowohl eine gute Vision als auch eine gute Passsicherheit, auch in der Transition. Ich habe mir jetzt alle seine NBA-Assists angeguckt und der Typ kann passen und hat die Anlagen dafür. Schaut euch einfach den Assist hier gegen Memphis zu Moses Brown an. Oft zieht er in die Zone oder steht unter dem Rim und lenkt damit die gesamte Aufmerksamkeit auf sich und steckt den Ball dann durch zu seinem Teammate für die einfachen Punkte. Oder auch hier gegen Atlanta, wo er selber in Bedrängnis gerät, einmal quer über das Feld passt und seinen Mitspieler mit dem genauen Pass für den offenen Dreier findet. Er läuft auch öfter das Pick and Roll, aber nicht als Rollman, sondern als Ballhändler. Wie viele 7-Footer in der NBA gibt es, die das Pick and Roll als Ballhändler laufen können? Hier zeigt er immer wieder seine Fähigkeiten, sein Passing-Skills, sein Ballhandling, auch hier wieder mit Moses Brown. Er ist übrigens auch ein absolutes Talent der Thunder und ich werde auf ihn auch nochmal eingehen, aber dann in einem separaten Video. Und ja, ich weiß, dass er eindeutig zu viele Turnover macht, genau wie mit seinem Shooting glaube ich aber, dass er das in den Griff kriegt. Wie gesagt, er ist der jüngste Spieler der NBA und muss in einigen Szenen einfach ruhiger werden. Aber das kommt mit der Erfahrung. Auch in seinen Würfen ist er ab und zu hektisch, aber der Typ hat gerade mal 30 NBA-Spiele gemacht. Viel wichtiger für mich ist, dass er wirklich diese Anlagen mitbringt. Er ist ein 7-Footer, der das Potenzial hat, den Ball wie ein Point Guard zu passen, jetzt schon gute Anlagen als Ballhändler mitbringt und ein gefährlicher Werfer von außen sein kann. Ich weiß auch gar nicht so richtig, wie ich das beschreiben soll. Es sieht einfach wirklich aus wie ein Guard in einem zu großen Körper. Und wirklich alle Aspekte, die ich jetzt angesprochen habe, sind auf NBA-Level nicht besonders stark oder so. Aber trotzdem hat er was. Er bringt die Anlagen und einfach einen besonderen Spielstil für einen Typen seiner Größe mit. Also definitiv ein Unicorn. Es sieht einfach so aus, als wenn das Game natürlich zu ihm kommt. Er erinnert mich einfach voll an eine unfassbar rohe Version von Kevin Durant. Also von seiner Größe, seinem Spielstil her. Und roh bezeichnet Poku, glaube ich, auch schon ganz gut. Er bringt ganz viele Tools mit, ein begnadeter Spieler zu werden, aber er ist eben noch ganz roh und ungeschliffen. Bisher hat er ja auch nur in der zweiten griechischen Liga gespielt. Was nochmal Poku auch sagen muss, ist, dass er das Potenzial hat, ein guter Verteidiger zu werden. Er hat jetzt schon die Instinkte und zeigt relativ gute Ansätze als Rim Protector und legt knapp einen Block pro Spiel auf. Und ich habe ja, wie schon gesagt, erwähnt, dass er den Ball in Transition oft schnell nach vorne pusht. Entweder als Ballhändler oder er sprintet einfach so mit und wartet auf den Pass. Und durch diese Blocks ermöglicht er seinem Team einfache Punkte in der Transition. Das größte Problem in der Defense und generell ist, dass er viel zu wenig Masse hat. Deshalb kann er kaum Kontakt absorbieren und deshalb sind auch seine Win Percentages so low. Ich hoffe, dass er jetzt im NBA-Ambiente mit NBA-Trainern das schnell an Muskelmasse zulegen kann, um sich auch körperlich dagegen zu wehren. Das ist ja jetzt auch seine erste richtige Offseason unter NBA-Bedingungen und das vermutlich erste Mal, dass er richtig trainieren kann. In dieser Corona-Saison hört man ja öfter, dass es keine richtigen Trainings gibt, weil man nur am Reisen ist etc. Also hoffe ich, dass er dort hart an seinem Game arbeitet. Aller Voraussicht nach wird es ja keine Postseason geben oder er hat keine zu spielen. Und damit kommen wir dann auch direkt zu OKC. Ich habe ja jetzt schon öfter gesagt, dass OKC der perfekte Platz für ihn ist und das ist ganz einfach zu erklären. Sie sind wohl das vielleicht einzige Team, wo er sein Spiel optimal entwickeln kann. In Oklahoma stehen alle Zeichen auf Rebuild und was für einer das ist. Man hätte jetzt ein Team, das in manchen Spielern jünger spielt als College-Teams und man ist trotzdem competitive in den meisten Spielen. Mit Shea, Maladin, Brown, Poku hat man jetzt schon unfassbar viel Talent und dazu etwa 2 Milliarden Draftpicks in den nächsten Jahren. Und vor allem macht man es richtig, man geht all in und setzt Horford zum Beispiel die restliche Saison aus und gibt seinen jungen Leuten wirklich die Chance, sich zu entwickeln. Und wenn sie es verkacken, ja egal, dann probieren sie es eben nochmal. Das Ergebnis ist gerade erstmal relativ egal für OKC und Hauptsache die Jungen entwickeln sich und das ist wohl auch der richtige Weg. In welchem anderen Team würde sonst Poku seit dem All-Star Break 32 Minuten pro Spiel bekommen? Wahrscheinlich nirgendwo. Ich glaube, da baut sich gerade was Großes zusammen und ich glaube, dass er in Zukunft ein Plusspieler auf beiden Seiten des Feldes werden kann. Also lasst uns mal schauen, wie er sich weiterentwickeln wird. Das war's jetzt von mir. Lasst gerne mal euer Feedback zum Video und eure Meinung über Alexei Pokuševski in den Kommentaren da. Und dann bis zum nächsten Mal.